Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farmers Dynasty. Wir sind ausgeruht, wir könnten was zu essen mitnehmen. Tomaten oder sowas. Genau. Den nehmen wir mal mit. Pizza erstmal noch nicht. Was macht unsere Liebste denn aus Eiern? Da haben wir nämlich eine ganze Menge von, oder müssen wir die verkaufen? So, jetzt gucken wir mal, wie es hier ausschaut. Das braucht noch. Das Gras, weiß ich nicht. Wie sieht es denn hier aus? Zucchini sind noch nicht reif, Tomaten sind noch nicht reif. Da machen wir mal gerade wieder auf maximalen Komfort. So. Ja, Rex haben wir in der letzten Folge nicht gefunden. Wir können jetzt natürlich noch was über die Map fahren, aber ich gucke gerade mal, was wir an Aufgaben haben. Da haben wir Kürbissuppe. Kürbissuppe? Transport. Transport. Okay, dann liefern wir vielleicht mal Kürbissuppe. 5 Stück brauchen wir. Dann fahren wir mal hier bei unserem... Die haben wir nicht. Wir haben keine Kürbisse. Aber den müsste ich hier kaufen können. So. Hat dann auch gleich noch den Vorteil, dass wir ein bisschen auf der Map rumkommen. Schön, Sie zu sehen. Kann ich helfen? Oh, schön, Sie zu sehen. Wo kann ich Ware verkaufen? Nein. Sie können Getreide oder eine Menge an Gemüse auf dem großen Markt verkaufen. Wenn Sie sich umschauen, entdecken Sie vielleicht auch noch andere Plätze. Okay. Ich kann auch ein paar Lebensmittel abkaufen. Ich handle auch. Aber nicht 5 Tonnen Weizen auf einmal. Lust zu handeln. Da wollen wir hin. Klar. Was brauchen Sie? Kürbissuppe. Kürbis. Gibt's hier noch als Suppe? Nein. Okay. Kaufen wir mal die Kürbisse. Sternlampe. Drohne. Wurst haben wir noch. Müssen wir da selber Suppe draus machen? Dann müssen wir mal kurz gucken gehen. Kann ich Kürbissuppe kochen? Entschuldigung. So, Kürbissuppe. Können wir? Können wir? So, 4 Kürbissuppe haben wir gekocht. Das ist auch eine Neuerung, glaube ich. Dass man das, dass man jetzt gleich 4 machen kann. Vorher mussten wir das nämlich immer einzeln machen. Und das war ganz schön langwierig. Wir haben jetzt halt eine Kürbissuppe zu wenig. Weil eigentlich brauchen wir 5. Gucken wir mal, wer hier die Kürbissuppe will. Hoppala. Ist wer hier? Da muss der sein. Ah ja.
Die Madison hätte gerne Kürbissuppe, okay. Ja. Hi. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich sterbe für etwas Kürbissuppe. Würdest du mir eine kaufen? Klar. Hört sich gut an. Heute hört sich gut an. Teure Kürbissuppe. Ich kümmere mich drum. So. Danke. Bitte. Hier ist etwas für dich. Haben wir auch erledigt. So, und für die andere bräuchten wir jetzt nochmal 2 Kürbissuppen, ne? Was ist denn da eigentlich? Ach, der Baumarkt. Wir haben aber nur noch eine. Fahren wir da zur Transportmission vielleicht noch. Können wir auch noch machen. Oh. Und versuchen nebenbei mal die Augen offen zu halten, ob wir irgendwo Rex finden. Da hat es einen Unfall gegeben. Oh, hier auch. Hier auch. Du kannst ja nicht einfach vor mir spawnen. Das geht ja nun mal gar nicht. Ankunft in Merry Waters. So. Das ist die Rache. Rexy, Rexy, Rex. Ich weiß, ihr habt es geschrieben in den Kommentaren, wo er ist, aber ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Und kann jetzt gerade auch nicht nachgucken. Deswegen muss ich vielleicht mal dran denken, vor der nächsten Aufnahme nachzugucken. Ich hoffe, ich denke dran. So, hier war doch irgendwo die Transportgeschichte. Wer hier hat was zu transportieren? Die Charlotte. Noch nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt? Guten Tag. Tag. Guten Morgen. Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Ja, machen wir. Hört sich gut an. Das gibt richtig Geld. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. So, ist das der Freund da unten wieder? Ja, ist er wieder. Was haben wir da auch nochmal? Transport, okay. Gut, dann hüpfen wir gerade mal zur Bushaltestelle. Die war doch hier irgendwo. Wer bist du? Emily. Bushaltestelle? Da ist sie. Nehmen wir die so lang. Nehmen wir diese hier so lange. So, da unten. Mal wieder. Zurück geht's dann schneller. Weil wir da halt wieder den Jump ins Auto machen können. Nur wo ist der gute Rex? Wäre gut, wenn ich es mir gemerkt hätte, aber ja.
werde etwas hungrig. Danke für den Tipp. Ich bin wegen dem Paket hier. Ja, mal wieder. Sicher, hier ist es. Danke. Wäre gut, wenn du mir einfach die Pakete geben würdest, die du hast. Das würde uns eine Menge Arbeit ersparen. So. Hier ist das Paket, um das du gebeten hast. Danke. Bitte. Hier ist etwas für dich. Danke. So. Dann essen wir vielleicht gerade mal eine Tomatensuppe. So. Dann gucken wir mal weiter. Vielleicht sehen wir dann noch den Rex hier noch irgendwo rumstehen. Das ist natürlich auch nie ausgeschlossen. Das müsste die Emily von eben sein, ne? Hat auch schon ordentlich einen Weg geschafft. Unser Schatzi war hier ja auch immer unterwegs. Halt jetzt die letzten, ja, seit wir sie geheiratet haben, nicht mehr, ne? Entschuldigt, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, aber ich versuche gerade nebenbei halt den Rex zu finden. Oder gucke, ob ich ihn irgendwo sehe. Ich hoffe ja immer noch, dass er am Straßenrand sitzt, aber ich weiß nicht, ob das so der Fall ist. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so der Fall ist. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Darunter. Da. So. Hallöle. Machen wir gerade mal den Punkt da weg. So, du bist es, der David. Hallo? Redest du mit mir? Guten Tag. Danke. Hallo. Hallo. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Es gibt etwas, das ich in der Tat benötige. Würdest du mir das Paket bringen? Mein Freund hat es. Ja. Ich weiß zwar nicht, warum immer der Freund das Paket hat. Hört sich gut an. Aber scheint dort üblich zu sein, dass der Postbote das sonst wohin bringt. Oh, diesmal ist es nicht der Dude da unten. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hoch, ach du Schande. Okay, dann fahren wir da mal zur Bushaltestelle. Und, müssen da oben dann ein Stückchen laufen. Aber ist, glaube ich, kürzer, als wenn wir hochfahren. So. Enter. Bing. 360 Meter müssen wir noch laufen. Das ist schon ein Stückchen. Aber kriegen wir auch noch hin. Denke ich doch. Und
zurück brauchen wir dann nur noch ins Auto und dann hinfahren und dann haben wir das auch erledigt. Der Freund sieht aber sehr weiblich aus, wenn ich das mal so erwähnen darf. Ich bin wegen dem Paket hier. Mhm. Sicher, hier ist es. Danke. So, Auto. So, den gelben Traktor brauchen wir auch noch mal irgendwann. Der ist größer als unser. Der kleine rote, den wir da haben, ist zwar schon größer als der, den wir vorher hatten. Was ja auch keine Kunst ist, aber ist halt doch noch der kleinere von den verfügbaren. So. Hier ist das Paket, Danke. Das du gebeten hast. Danke. Hier ist etwas für dich. Danke. So. Ah, jetzt haben wir schon 11.000 Sozialpunkte. Das sieht doch mal gar nicht so verkehrt aus. Dann machen wir mal uns auf den Heimweg. Ja, und ich würde immer noch gerne den Rex finden, aber irgendwie. So rein spontan fallen mir zwei Punkte ein, die mir vorgeschlagen wurden. Meine ich jedenfalls. Das eine war hier halt da die Verkaufsstation, da hier vor uns. Und das andere wäre hier der Nachbar von uns. Vielleicht bin ich auch beim falschen Nachbarn. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt hier nicht sitzen sehen. Aber vielleicht habe ich mich da auch irgendwie vertan. Das ist auch nicht auszuschließen. Hm. Kein Rex weit und breit. So, sind wir wieder daheim? So, wieder daheim bei unserem Schatz. Können wir mal gucken, was unser Junior macht. Ja, der braucht noch ein bisschen, bevor der... Ist auch ein schönes Zimmer. Auch ein nettes Kinderzimmer. Ja, und damit sage ich dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann mal gucken, was wir dann das nächste machen werden. Ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.